Und willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Oblivion. Wir sollen im Auftrag der Kriegergilde nach Leyavin reisen und dort rausfinden, weshalb drei Mitglieder der Kämpfergilde Stress gemacht haben. Das werden wir auch so gleich tun. Guck mal, wir haben neue Rüstung, vielmehr eine alte Rüstung, die uns ganz gut steht, wie ich finde. Nein! Nicht darunter. So, alles klar. Was fasel ich so lange vor mich hin? Wir reisen nach Leyavin. Yo, vorwärts Marsch. Lebensenergie und Magie kehren im Schlaf zurück. Ihr könnt nur dann in einem Bett schlafen, wenn keine Feinde in der Nähe sind. Ja, das ist ja auch nichts Neues. So, es ist natürlich wieder helllichter Tag hier, das ist, scheiße. okay. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwelche Bettler fragen. Oder? Die Pflicht ruft. Die Pflicht ruft. Ärgermarin. Es gibt Probleme mit ein paar finsteren Gestalten. Begebt euch zur Fünf-Klauen-Unterkunft. Ihr werdet schon sehen. Zur Fünf-Klauen-Unterkunft? Nicht mehr zu besprechen. Ein Klauen reicht doch schon. So. Oh, Mann. Speichern. Ein Schützenmeister hat die Chance, sein Ziel zu lähmen. Und die geile Mucke wieder. Rumpadi, du. Haben wir noch irgendwo Tränke, um uns zu heilen? Oder können wir welche herstellen? Warte mal. So, wir haben noch 2 D3-Herzen und wir haben auch noch ein paar Steinpilze. Sehr schön. Ausgezeichnet. Didi-dam, didi-dam, didi-dam. So. Ihr wart schon immer schlauer, als gut für euch ist. Was geht hier ab? Raus hier. Wir wollen euch hier nicht. Wie? Raus hier. Wir wollen euch hier nicht. Wenn ich eure Meinung hören will, lasse ich es euch wissen. Okay, wir quatschen erstmal mit Witz. Witz sei Gesicht. Dummer Ork. Hab noch keinen Tag ehrliche Arbeit geleistet. Ihr seid von der Kämpfergilde. Raus mit ihnen! Ärger machen? Sie machen Schwierigkeiten. Ja, viele Schwierigkeiten. Verjagen die Kunden, zertrümmern die Einrichtung. Üble, ganz üble Kerle. Okay, dann wollen wir uns doch mal um die drei Herrschaften hier kümmern. Was klotzt ihr so? Trinkt nur weiter. Wäre besser für euch, wenn ihr euch hier raushaltet. Ärger machen? Ärger? Ärger? Ihr habt verdammt recht. Aber unsere Schuld ist das nicht. Die, die hier Ärger machen, sind die Jungs von der Dunkelforstrotte. Die sind das Problem. Aha. Wer zum Teufel ist denn die Dunkelforstrotte? Sie sind Söldner, die eine Niederlassung hier in Leyavin aufgemacht haben. Vantus kann euch mehr erzählen. Vantus, alles klar. Ihr würdet ein gutes Schwert nicht einmal erkennen, wenn es in eurer Kehle stecken würde. Als der faselt eben die Dunkelforstrotte, macht Ärger und er pisst mich hier die ganze Zeit an, der Penner. Es empfiehlt sich nicht, uns mitten im Gespräch zu unterbrechen. Das ist mir ziemlich egal. Ich will wissen, wer hier Ärger macht. Das glaube ich nicht. Ich sag euch mal, was echte Schwierigkeiten sind. Wenn man seine Schuldner bezahlen muss, aber keine Arbeit hat. Meine Frau wäscht, um uns Essen zu kaufen. So ist es, seit die Dunkelforstrotte hier eingefallen ist. Dunkelforstrotte? Was kannst du uns über die erzählen? Ich pfeife auf die. Söldner des Kaisers erheben in Schwarzmarsch Anspruch auf Landflächen. Nach ihrer Niederlage kamen sie zurück und sind hier ins Geschäft eingestiegen. Sie unterbieten uns schamlos, um an Aufträge zu kommen. Und sie haben keine Skrupel, Aufgaben anzunehmen, die kein ehrenwertes Gildenmitglied akzeptieren würde. Oh, Konkurrenz! Ihr und eure Männer müsst aber trotzdem aufhören. Ihr müsst euch mit Arbeit beschäftigen, genau. Eine brillante Idee. Auren schickt heutzutage nur seine besten Leute.
Passt mal auf. Ihr sucht uns bezahlte Arbeit, dann erledigen wir sie auch. Quest aktualisiert, betrunkener Ruhestörer. Aufgaben für die Kämpfergilde. Arbeit wäre großartig. So dumm, dass uns heutzutage keiner mehr welche gibt. Wenn ihr Arbeit für uns findet, erledigen wir sie. Wenn ihr euch so benehmt, dann ab 1000. Wenn ich eure Meinung hören will, lasse ich es euch wissen. Ja, ich bin schon still. Schiebt uns was zu trinken rüber, und zwar schnell. Klappe zu. Ihr seid von der... So, wir quatschen sie jetzt auch nochmal an, Dunkelforstrotte. Hier haben sie auch Schwierigkeiten gemacht. Aber sie haben Gold, um für alles aufzukommen. Die Dinge lassen sich immer besser verdauen, wenn sie mit Gold serviert werden. Ja, auch nicht schlecht. Aufgaben für die Kämpfergilde, hast du vielleicht was? Aufträge hier in der Gegend? Ich vertraue euch nicht genügend, um euch weiter zu empfehlen. Na dann, servieren wir dir das Ganze mal mit ein bisschen Gold. Ihr seid ab... Mit sehr viel Gold. Jedes kleine bisschen hilft. Aufträge für die Kämpfergilde? Versucht es bei Margarte. Wenn sie nicht zu Hause oder im Fünf Klauen ist, findet ihr sie wahrscheinlich bei der Suche nach Alchemie-Ingredienzien. Margarte, alles klar. Hier gibt es keine neuen Aufträge für eure Gilde. Bringt sie dazu zu gehen. Margarte, der in Leerwind liebt. Vielleicht auch. Alles klar. Okay, der scheint draußen zu sein. Ja, chill. Spann dich mal ein bisschen. So. Wie geht's? Ich grüße euch. Dann ab nach draußen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hörte ein Gerücht, dass Margarte, der in Leyerwind lebt. Ich war eben schon gerade verwirrt. Hä? Das klingt doch eigentlich nach einer Frau, aber vielleicht... Mein Name ist Margarte. Ich bin von Beruf Handelsberaterin. Ich biete zum Beispiel Unterweisung in Feilschen für Fortgeschrittene an. Aha. Aber meine Leidenschaft ist die Alchemie. Ich liebe es, neue und interessante Tränke zusammenzubrauen. Nur so zum Spaß. Schade, dass meine Arbeit als Beraterin und Ausbilderin mir so wenig Zeit zum Sammeln von Zutaten lässt. Und mein Mann Aitar würde auch keine Minute opfern, um mir beim Sammeln von Zutaten zu helfen. Anstatt wieder Streit zwischen Khajiiten und Argoniern anzuzetteln, um mir beim Auffinden von Zutaten zu helfen. Aitar, auch der geilste Name ever. Vielleicht können dir ja meine Kollegen helfen beim Zutaten sammeln. Es gibt da etwas, wofür ich die Hilfe der Gilde brauchen könnte. Ich benötige Ogerzähne und Minotaurenhorn für mein Alchemie-Experiment. Diese Ingredienzien sind schwer zu bekommen und ich bevorzuge sie frisch und zahle gut. Diesen Leuten von der Dunkelforstrotte traue ich nicht zu, sie aufzutreiben. Ich bin mir eurer auch nicht so sicher. Ich mache euch einen Vorschlag. Bringt mir 5 Portionen Ektoplasma. Und ich werde mit der Gilde Geschäfte machen. Das ist mein Angebot. Na toll, sonst noch Wünsche? Nun, ihr habt das Ektoplasma. Ihr Kerle von der Kämpfergilde könnt wohl doch was leisten, wenn ihr nur wollt. Sagt euren Leuten, ich zahle für Minotaurushörner und Ogerzähne. Die Kämpfergilde wird mein Exklusivzulieferer sein. Ich freue mich auf weitere Geschäfte. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir 5 Ektoplasma aufgehoben haben. Also 1 oder 2 kann ich mich erinnern, aber 5, na egal. Wie schon gesagt, ich bräuchte Minotauren. Gut. Ich warte auf Zähne und Hörner. Na dann, warte mal auf Zähne und Hörner. Dibidam, bibibam, bididambam. Und ich glaube, wir müssen bald mal wieder trinken. So wie es aussieht. Ihr würdet ein gutes Schwert nicht einmal erkennen, wenn es in eurer Kehle stecken würde. So ein Penner, ey. Ich habe euch gesagt, was wir brauchen. Bis wir Arbeit haben, bleiben wir hier. So, hör mal zu.
Zutaten für Margarte besorgen, ja? Soll mir recht sein. Ich sage es den anderen Männern weiter. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen und Oren wird sich freuen. Genau, der wird sich freuen, dass ihr was zu tun habt und hier nicht mehr rumpöbelt, ihr Säcke. Meine Männer und ich sollten... So, Witzei, Dutzei. Wurde auch Zeit, dass jemand etwas tut. Diese Typen ruinieren mir das Geschäft. So, meine Kollegen machen keinen Ärger mehr. Vielleicht machen sie keinen Ärger mehr. Vielleicht haben sie das Gold, um für ihre Getränke zu bezahlen. Bestimmt. Wiedersehen. So, und ihr? Trinkt noch aus und dann geht's los, oder was? Jetzt sind sie auch ganz still geworden, ne? So. Ha. Ja, genau. Ha. Ha, ha, ha. Und ich würde sagen, wenn wir mit der Kriegergilde fertig sind, fangen wir mit der Magiergilde an. Da gab es einen Vorschlag in den Kommentaren, denn da werden wir zufälligerweise irgendwann vielleicht auf die Quest stoßen, bei der wir ein Heilmittel gegen den Vampirismus finden müssen. Wahrscheinlich. Aber gut. Das werden wir dann sehen. Kroll. Habt ihr je eine Wette mit Jabari ab? Auf geht's. Imperial City, ja. Wie? So, da können wir doch jetzt, glaube ich, erstmal trinken, oder? Warte mal. Der Typ schläft hier draußen, das ist ganz hervorragend. Dann, bevor wir ihn aufwecken... nehmen wir ihn mal ein. Euer Hunger auf Blut ist gestillt, für den Augenblick. Sehr schön. So, jetzt... Huch. Travel. Call. Ja. Wenn ihr eine Rüstung... dies die Wirksamkeit eurer Magie. Aha. So. Dibidam, dibidam, bibibam, bim. Ihr habt Hände wie ein Schmied. Gräfin Ariana Valger ist die Lady von Koroll. So, wo war das Gildenhaus? Hier lang, ja. Oh, hallo. Nur nicht zu begeistert sein. Grüße. Ach. Geht weiter, Rekrut. Ich warte auf eure Ergebnisse. Was habt ihr herausgefunden? Es wird keinen Ärger mehr geben. Die Schwarzwaldrotte hat in Leyavin Fuß gefasst. Und das außerdem, diese, ja. Diese ehrlosen Bass. Nun denn, ihr habt eure Aufgabe erledigt. Hier ist euer Lohn. So, wie viel kriegen wir? 600 wahrscheinlich wieder. 600? Ja, 600. Kannst du uns vielleicht befördern? Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eure Taten tragen euch den Rang eines Schwertkämpfers der Kämpfergilde ein. Yay! Und du, vielleicht noch eine Aufgabe? Momentan habe ich nichts für euch. Sprecht mit Asan oder Grokash. Würzt es noch ein wenig, dann nehme ich vielleicht etwas. Vielleicht seid ihr ja auch bereit für eine Beförderung. Wie, nochmal? Ich bedauere. Ich wollte gerade sagen... geht und fügt irgendetwas Schmerz. So, Asan, wo war der denn? Wo war der denn? In Chardinal oder in Leyavin? Oder in Anvil? Wo war der? Scheiße. Wo war der denn? Mal kurz nachdenken. Ich glaube, der war in Leyavin.
bin mir aber nicht sicher. So, haben wir hier irgendwo noch einen Landstreicher zum Trinken? Haben wir nicht. Gut, ich glaube, wir müssen draußen sowieso nochmal pennen. Weil der Reiseservice wahrscheinlich jetzt frei hat. Ihr habt aber geschickte Finger. Was habt ihr euch eingebrochen? So, okay. Dann, warte mal. Kommt, kommt. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Oh. Oh nein! Oh Mann! Oh nein! Ach, ist das ärgerlich. Haben wir jetzt an dem schon gesoffen? Grüße. Was? Habt ihr mit Rosan über das Erlernen des Rüstens? Oh Mann. So, jetzt müssen wir die Quest nochmal abgeben. Kann das sein? Oh Mann. So kann man sich auch beschäftigen. Ja, aber wo war der Assan, verdammt? Ist doch in Anvil. Abend. Abend. Ich weiß es echt nicht mehr. Oh, Oblivion funktioniert nicht mehr. Mein Gott, das hatten wir ja schon seit ein paar Folgen nicht. Also schon länger nicht. Ah, wie schön. Es läuft alles so hervorragend. Gut, bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe gerade die Questnummer bei Orion abgegeben. Und mir ist ganz rein zufällig auch wieder eingefallen, wo der Assan sich aufhält. Nämlich ganz zufällig in Anvil. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ja, das bin ich. Und dann reisen wir nämlich jetzt schnell nochmal nach Anvil. Greift uns da was an? Ich dachte schon. Reden. Nicht einnehmen, sondern nur reden. Travel. Ach Mist, wir müssen wieder... Okay. Dann so. Und dann von der Imperial City aus nach Anvil. Grüß dich. $50. Wenn man das alles zusammenrechnet, was wir hier schon ausgegeben haben. Unglaublich. So. Willkommen in Anvil. Hier können wir uns schön braten lassen, aber... Sieht so aus, als ob wir noch gar keinen großen Schaden bekommen. Gut, mal sehen, was Assan noch für uns hat. Ich hoffe, der hat auch was für uns und wir müssen nicht zu dem... Dies ist eine wundersame Begegnung. ...zu dem Ork noch gehen. Wie geht's? Von dem ich auch nicht mehr weiß, wo er ist. Schlammkrabben begegnet. Nervige Kreaturen. Scheiße. Experte Ogre, hier verstehe ich, war gewaltigen Rückwärtsangriff. Hallo. Hi. So, Assan. Grüße. Ihr braucht noch mehr Arbeit, oder? Das ist sehr gut. Schön zu sehen, dass ihr hart arbeitet. In Anvil gibt es noch mehr Diebe, um die ihr euch kümmern müsst. Alles klar. Was ist denn mit den Thieves?
Hier in der Gegend hat es einige Fälle von Diebstahl gegeben und Zeugen glauben, dass sich die Diebe in der Nähe verstecken. Seht euch um, mal sehen, was ihr herausfinden könnt. Keine Ahnung, mit wie vielen ihr es zu tun haben werdet. Daher sende ich euch mit einem anderen Rekruten raus, Maglier. Ich glaube, ihr seid euch schon einmal begegnet. Jetzt muss ich mit dem faulen Sack zusammenarbeiten. Los jetzt, ihr müsst diese Diebe loswerden. Mit dem faulen Sack Maglier. Wie ist das Wertebefinden? Was habt ihr zu berichten? Fängt ihr uns am Arsch oder was? Ja, ihr seid's. Sieht ganz so aus, als ob wir zusammenarbeiten. Ja, toll. Die Freude ist ganz meinerseits. Wir haben einen erwischt. Hoffen wir, dass die Bezahlung für ihn gut ist. So, weißt du denn was über die Thieves? Wir müssen uns wohl in Anvil nach Hinweisen erkundigen. Glaubt, dass wir einen Auftrag ohne weitere Anweisungen bekämen. Ich folge euch. Okay. Zahltag. Auf geht's. Ja, ja. Huch. Alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir heute mal so ein bisschen früher Schluss. Kann man ja auch mal machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Kann ich das machen? Ja. Also gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.